Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Let It Cook. Heute mal eine Currysoße für eine Currywurst. Dafür brauchen wir Kreuzkümmel, geschroteten Pfeffer, Ahornsirup, ein bisschen Speck, Chili, Worcestersoße, ein bisschen Essig, Currypulver, Tomatenpulpo, das ist eine rote Zwiebel, ein bisschen Ketchup, Knoblauch und ich habe hier noch ein paar alte Tomaten. Als erstes schneide ich die Zutaten ein bisschen klein. Dieser Speck hier, das ist ein alter Pancetta. Den hatte ich jetzt noch im Kühlschrank. Das heißt alt, der ist natürlich noch nicht kaputt, aber er ist halt schon ein bisschen älter und deswegen möchte ich den nur ausbraten und möchte das Fett verwenden, um die Soße anzusetzen, weil da sind die richtig guten Aromaten drinnen und der Geschmack ist da drinnen. Aber deswegen lasse ich ihn jetzt in so großen Stücken, dass ich ihn nachher leichter aus der Soße rausfischen kann, bevor ich sie püriere. Dann habe ich hier die roten Zwiebeln. Wie ich euch gesagt habe gerade, ich püriere sie. Das heißt, es ist total wurscht, wie ihr die schneidet. Ja, also einfach nur ein bisschen klein schneiden. Da müsst ihr euch jetzt nicht verkünsteln. Wer übrigens so ein Let It Cook Messer haben will, unten drunter, unter dem Video, bei mehr Anzeigen, steht das Rezept und der Link zum Messer. Wenn wir gerade dabei sind, seid auch so lieb, lasst einen Kommentar da, ein Like da, erzählt euren Freunden. Schaut natürlich das Video bis zum Ende an, das ist ganz wichtig für den Algorithmus. Das hilft uns sehr. Und wenn ihr eine Kanalmitgliedschaft abschließen wollt, findet ihr den Link auch unten drunter. So, den Knoblauch kann ich auch einfach so ein bisschen klein schneiden. Auch ganz egal. Eigentlich tue ich da gar keine Tomaten rein, sondern das Zeug, was ich euch aufgezählt habe, reicht auch. Aber ich habe hier noch so matschige Tomaten im Kühlschrank. Die hatten sich leider etwas weiter hinten versteckt und sind halt jetzt schon so, dass man sie haben eine Konsistenz, dass man sie nicht mehr unbedingt so roh essen möchte. Und deswegen kommen die da jetzt mit rein, weil ihr wisst ja, als treue Fans, verschwendet wird bei uns gar nichts. Einmal kurz klar Schiff gemacht. Jetzt seht ihr ja schon, jetzt habe ich hier den Speck schon so ein bisschen in die Pfanne gegeben. Der lässt auch schon schön sein Fett frei. Das ist genau das, was ich drin haben will. Den Speck selber gebe ich dann nachher raus. Und jetzt tun wir da dazu die Zwiebeln und den Knoblauch. Noch nicht die Tomaten. Das habe ich jetzt ein bisschen blöd zusammengeschoben. Nehmt immer einen Messerrücken her, wenn ihr sowas schiebt. Dann wird das Messer nicht so schnell stumpf. Ne? So. So, das lassen wir jetzt gehen, ein bisschen angehen kurz. Es ist jetzt eine Art und Weise, eine Currysoße anzusetzen. Ihr könnt da alles reingeben. Ja? Ihr könnt, ich habe die schon mal gemacht mit Dörrpflaumen, ich habe sie schon mal gemacht mit Datteln. Ich habe schon mal den ganzen Apfel reingerieben. Also im Prinzip könnt ihr da ein bisschen experimentieren, was ihr machen wollt. Ja, wenn ihr jetzt so, es gibt ja auch so Schärfe-Experten, ja, die dann 1 Milliarde Scoville da in ihrer Currysoße haben wollen. Da würde ich euch empfehlen, ein bisschen mehr Süße dazu zu geben, weil sonst wird es ganz unerträglich, die Schärfe. Ja? Also da, das ist jetzt so ein Grundansatz. Verfeinern könnt ihr den dann. Ihr könnt auch zum Beispiel eine ganz reife Mango noch mit reinmachen. Es gibt auch noch einen tollen Geschmack. Ja? Also da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich habe es noch eine Minute schwitzen lassen. Jetzt gebt ihr dazu, bevor ihr die Tomaten dazu gebt, die ganzen Gewürze. Natürlich, was braucht man am meisten? Currypulver, ist ja klar. Also da macht man einen ordentlichen Klacks rein. Dann ein bisschen Kreuzkümmel. Ja. Da müsst ihr vorsichtig sein, weil der ist halt super stark im Geschmack. Je nachdem, wenn ihr den nicht so gerne habt, lasst ihn raus. Dann kommt dazu ein bisschen von dem geschroteten Pfeffer. Der kann ruhig auch noch ein bisschen mit anrösten. Gibt da auch nochmal die Aromaten frei. Und gleich ein bisschen Chili. Da seid ihr jetzt gefragt. Seid ihr die ganz krass scharfen, dann tut euch irgendwelche aus dem Internet irgendwelche Soßen rein, wo man dann nicht mehr gescheit schlafen kann. Ich für meinen Teil, ich mag schon sehr gerne scharf. Aber wenn es dann so zur Mutprobe wird, dann ist es nichts für mich, weil ich dann das Essen nicht mehr schmecke. Ja, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwas zu essen, wo ich dann im Prinzip nur noch Schärfe im Mund habe. So, und wenn es dann so kurz angeschwitzt hat, dann können wir noch den Rest der Tomaten dazugeben. Okay. Dann den Ahornsirup. Habt ihr keinen Ahornsirup zu Hause, eignet sich auch wunderbar brauner Zucker oder gebt ein bisschen Honig rein. Halt irgendeine Süße, die euch hilft, dieses Tomatenzeug, ein bisschen die Säure von der Tomate, ein bisschen zu neutralisieren. Ja? Und das lassen wir jetzt alles einköcheln hier. Okay, jetzt löschen wir ab mit einem kleinen Schuss Essig, dass diese unangenehme Säure rausgehen kann. Den auch einmal ablöschen. Vorsicht, nicht direkt mit dem Kopf drüber, sonst müsst ihr anfangen zu husten. Und jetzt geben wir drauf den Ketchup.
Wenn ihr keinen Ketchup verwenden wollt, könnt ihr mal einen selbstgemachten Ketchup verwenden. Den verlinke ich euch unten drunter. Ja? Und wenn ihr keinen Ketchup so verwenden wollt, dann gebt einfach ein bisschen mehr Zucker rein, ja, in das Tomatenzeug. Das passt auch wunderbar. So. Jetzt kommt dazu die Worcestersoße oder Worcestersoße oder wie auch immer ihr die nennen wollt. Und jetzt die Tomatenpulpe oder stückige Tomaten oder ganze Tomaten oder irgendwas, was ihr zu Hause habt. Und jetzt gebe ich noch einen Schuss Wasser dazu. Zum einen, um mein Gefäß auszuspülen, um nichts zu verschwenden. Und zum anderen, weil ich die Soße jetzt, so wie sie ist, mal bestimmt mal noch eine Dreiviertelstunde köcheln lasse, damit es einfach ein bisschen harmonischeren Geschmack gibt. Das Söschen hat jetzt 45 Minuten gekocht ungefähr. Ihr seht ja schon, hier habe ich schon ein paar Würstel angebraten, ein paar Currywürste. Jetzt wird der Norden wieder schreien, da gibt es nur weiße Currywürste. Bei uns in Bayern sind sie halt rot. Ich finde die Diskussion ein bisschen mühselig, weil mir schmecken beide sehr lecker. Jetzt nehme ich den Speck hier raus. Spritzen ganz schön hier die Würstel. Schön abtropfen lassen. Und jetzt wird die Soße, der Rest von der Soße püriert. Ja? Könnt ihr in einem Mixer machen, könnt ihr aber auch wunderbar mit dem Pürierstab machen. Schaut nur, dass der Topf nicht zu heiß ist. So. Jetzt einfach einmal richtig durchpürieren. Im Mixer wird die Soße ein bisschen feiner, wenn ihr sie püriert, und mit dem Pürierstab bleibt sie ein bisschen gröber. Das ist reine Geschmackssache, wie ihr es haben wollt. Ja? Und wenn sie jetzt wie meine hier ein Ticken zu dick ist, dann macht einfach einen Schuss Wasser dran. Ja? Einfach einen Schluck Wasser dazugeben, nochmal durchpürieren. Okay, und fertig ist die Currysoße. Jetzt werde ich sie für euch noch probieren, ob sie auch schmeckt. Das ist heute unser Mittagessen für Linus und mich. Probieren wir mal. Also ich muss sagen, mir schmeckt sie besser als an den Buden, weil sie hat den frischen Tomatengeschmack. Sie schmeckt einfach ein bisschen feiner. Sie ist wirklich gekocht und nicht nur aus Ketchup und Zeug zusammengerührt. Probiert die doch mal aus zu Hause. Ich brate jetzt die Würstel fertig und dann gibt es bei uns als Mittagessen. Jetzt sehen wir uns bald wieder bei Let It Cook. Lasst einen Kommentar da, Abo, Like, Daumen hoch, wisst ihr ja, den ganzen Schladderadatz. Schaut das Video bis zum Ende, wie immer. Und wir sehen uns nächste Woche bei Let It Cook, meine Lieben. Macht es gut. Ciao, Servus.